Moin zusammen und willkommen zu einer weiteren überraschenden Überraschungsfolge zu Elex. Auch für mich überraschend, denn das neue Spiel, das Nachfolgerspiel, ist noch nicht eingetroffen. Das heißt, mindestens eine Folge haben wir noch mit. Ich muss ja echt sagen, dass ich Elex schon auch ein bisschen vermissen werde jetzt, weil irgendwie ist es eigentlich ein cooles Spiel. Je länger ich spiele, desto mehr Spaß macht es mir. Aber alles hat ein Ende. Und Elex hat, glaube ich, mindestens 3 oder so. Aber 1 reicht. So, was machen wir denn heute? Wow, Fledermaus Guy. Und eine kleine Hütte. Okay, schauen wir uns an. Ich weiß nicht, warum ich die Fledermaus nenne. Naja, die sehen vom Kopf her schon sehr aus wie Fledermäuse, die Stalker. Das muss man schon sagen. Jetzt nicht mehr. Also doch, jetzt immer noch. Aber jetzt sind sie tot. Tada! So ist es manchmal. Im Moment ist man noch ein Fledermaus-Stalker. Und im nächsten Moment ist man tot. So schnell kann es gehen. Eine alte Münze. Okay, hier wohnte irgendein Schrotter. Tagebuch eines Fledderers. Fledderer ist eine tolle Berufsbezeichnung. Ich wäre auch gern Fledderer. Hä? Habe ich was verpasst? Ah, nee, warte mal, wirklich. Wo ist denn bitte jetzt das Tagebuch eines Fledderers? Das haben wir doch gerade aufgehoben. Spinne ich jetzt? Aber hier ist nichts. Hier ist nur Truckers Mom. Tuckers Mom. Aber kein Tagebuch eines Fledderers. Ach, warte mal. Sind nicht irgendwie Zettel und Bücher nochmal einzeln sortiert oder irgendwie so? Ganz komisch. Kann es sein, dass wir erst bei den Zettel hoch müssen und dann kommen die Bücher oder so? Ja. Tagebuch eines Fledderers. Bin mal weg. Sollen die faulen Ärsche mal selber hier rauskommen? Ist auch kein Zuckerschleckenfleisch zu besorgen. Sollen gefälligst meinen Preis bezahlen. Ansonsten werden sie verhungern. Die Bestien erlegen sich ja auch nicht von selbst. Könnte denen auch einfach ein paar gemahlene Mutanten auftischen, Geizhälse. Warte mal, was jagst du denn sonst? Welches Fleisch gibt's denn sonst? Außer Menschen und Mutanten. Dann wohl Menschenfleisch. Oder das Buch ist schon sehr alt. Zu der Zeit, als noch nicht alles mutiert war und es gab noch normale Tiere. Ich weiß nicht, ob es so eine Zeit überhaupt gab. Wahrscheinlich. Hab ein bisschen guten Schrott gefunden. Ist mit der Strömung im Fluss gekommen. Einverhakt. Ein bisschen Füße können. Auf uns. Ha. Wir werden es nie erfahren, außer vielleicht im zweiten Teil, aber wahrscheinlich nicht. Den kann ich immerhin an den Müllbaron verkaufen. Wenn der alte, dann ist es aber ein relativ aktuelles Buch. Wenn der alte Griesgram mich nicht wieder bescheißen will. Dann kann ich Cleos Mädchen vielleicht mal wieder ein bisschen einen Besuch abstatten. Ein gutes Stück Fleisch und ein paar Splitter von Bob sollten hoffentlich reichen. Und dann gibt es auch noch das Casino. Werde diese trostlose Wildnis mal für eine Weile verlassen. Aha, cool. Und während du weg bist, plündere ich dein Haus. Hä, aber wie die Leute hier leben. Das ist so bescheuert, finde ich, ehrlich gesagt. Gleich da hinten sind gefährliche Mutantenmonster, die dich fressen. Nachts, tags auch, aber gerade nachts ist das ein bisschen gefährlich, oder? Und der lebt hier in so einem offenen Verschlag. Mach doch wenigstens deine Wände fertig oder so. Was ist denn los mit dir? Lebensmüde. Mich wundert es wirklich gar nicht, dass ich so selten Lebewesen, also lebende Menschen hier draußen treffe und immer nur die Überreste von kaputten Gebäuden und ehemaligen Siedlungen und so weiter. Die leben halt auch einfach alle sehr gefährlich. Da oben ist eine Höhle. Wir hätten viel mehr so Erforschen-Folgen machen sollen. Ich mag das. Wir haben eh viele Erforschen-Folgen gemacht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke.
Der ewige Zyklus von Erforschen und Kämpfen war schon vorhanden. Also von Erforschen und Kämpfen ist falsch gesagt, von Erforschen und Questen. Genau. Ist das überhaupt eine Höhle oder nur so ein Durchbruch? Wir werden es gleich rausfinden. Auf jeden Fall leben hier Eidechsen. Kerle. Weißer. Ah, diese kleinen Höhenunterschiede in dem Spiel. Im Gegensatz zur echten Nahkampfgeschichte. Sonst hat man schon. Ein Höhlen. Au, der hat mich echt getroffen schon wieder. Ich finde der Radius... Oh, ich habe keine Munition mehr. Der Radius von diesen geworfenen Felsen immer ist ein bisschen übertrieben. Wow, das war ziemlich tödlich. Da merkt man halt doch die Macht dieser Axt. Die Macht der Axt. Was haben wir denn hier? Ach so, ein Schrottbeil. Ich dachte schon, hier liegt irgendeine super Artefaktwaffe. Vielleicht ist Schrottbeil eine Artefaktwaffe. Wer weiß. Hier war doch gerade noch ein Eier. Oh, wow. Aus der Dunkelheit attackiert. Ich habe sie überhaupt nicht kommen sehen. Crazy. Ob wir da mal runter wollen? Ich glaube schon. Ich muss erst hier oben weitergehen. Ich will wissen, ob das ein Weg ist, der irgendwo hinführt, was interessant ist. Oder ob der Gegner da drin schon das Interessante war im Grunde. Na? Die Axt ist schon gut. Da kann man sagen, was man will. Ich habe trotzdem das Gefühl, wenn ich so einhändige Standardwaffen hochlevel, dass die irgendwie dann wesentlich stärker werden. Ich weiß nicht, ob man da... Also... Ob das wirklich so ist und ob man da am Balancing noch arbeiten sollte. Aber die arbeiten, glaube ich, nicht mehr am Balancing von Elix 1. Ich habe ja genau, jetzt kann ich es auch in Elix noch sagen. Ich habe ja am Ende von Elix gesagt, dass sich Elix nicht so super duper verkauft hat und deswegen wahrscheinlich meiner Einschätzung nach kein zweiter Teil eventuell kämen würde. Das stimmt nicht, habe ich jetzt gelernt. Denn durch Fördergelder der EU... wurde quasi mehr oder weniger revealed offiziell, dass Elix 2 in Arbeit ist. Denn Elix 2 wurde von der EU waren es 100.000 Euro? Ich glaube, sowas um den Dreh offiziell gefördert. Und somit ist das definitiv in Arbeit. Und da habe ich mir echt gedacht, weil das war ganz interessant, weil diese 100.000 machen von dem Spiel so um die 10% aus. Das konnte man sehen. Ich glaube, es sind sogar weniger. Auf jeden Fall kostet Elix 2 so 1 bis 2 Millionen Euro offensichtlich. Das ist zumindest deren Plan oder so. Und da habe ich mir echt gedacht, also das ist so, also das finde ich einfach krass. Und dann guckt man sich Spiele an wie weiß ich nicht, Battlefield, die irgendwie... zweistellige und ich glaube GTA 5 oder so sogar dreistellige Millionenbeträge kosten. Und dann frage ich mich echt, wow, wieso kann man für gerade mal 2 Millionen ein Elex machen, aber dann gleich für 100 Millionen ein Battlefield? Wo kommen da die übrigen 98 Millionen hin? Das habe ich mich echt gefragt. Wo ist da der Riesenunterschied? Ich meine ja, Elix ist ziemlich ungepolished, ist ziemlich unschön und so weiter. Ich weiß, da kann man natürlich sehr viel Geld und Zeit reinfließen lassen. Aber das Hundertfache oder das 50-fache, das kommt mir dann doch ein bisschen krass vor. Ich meine, die Hälfte geht für PR drauf, muss man rechnen, gerade bei so großen Spielen. Okay, trotzdem ist das immer noch ein gewaltiger Unterschied. Und da denke ich mir, ist es wirklich so bei Grafik... dass da so, je weiter man ins High-End-Gelände geht, steigt wahrscheinlich der Preis, die Kosten steigen wahrscheinlich exponentiell an, oder? Der Graph quasi, der Kostengraph geht wahrscheinlich super steil nach oben, wenn es um das geht. Vorstellen. Und
Lizenzen. Na gut, das wäre jetzt bei Star Wars der Fall, aber nicht bei Battlefield. Ja, keine Ahnung, wo da das ganze Geld hingeht. Ich verstehe es nicht ganz, wirklich nicht. Weil ich denke, hier haben wir ein relativ riesiges Rollenspiel mit ganz viel Synchronsprecher und ganz viel Quests und ganz viel Story und Skripten und. Und das andere ist irgendwie ein Multiplayer-Shooter mit 5 Maps. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum das so viel teurer sein kann. Nur weil er sehr gut aussieht und die Battlefield-Teile sehen fantastisch aus. Aber ist wirklich das so teuer? Weil wenn das wirklich so teuer ist, dann finde ich persönlich, ist es das echt nicht wert. Ich meine, macht doch für das Geld lieber 10 Spiele, die dann immer noch 5-mal so viel Budget haben wie Elex. Und dann haben irgendwie alle mehr davon, oder? Außer so richtige Grafik- und Technikfanatiker, die wahrscheinlich nicht. Okay, für die ist dann doch wichtig, dass man... Aber trotzdem... Ich verstehe es nicht. Oder gerade GTA 5, ich verstehe es wirklich nicht bei GTA 5. Das hat so wenig Spielmechanik... Und so viel, und ich meine, irgendwie so viele Sprecher jetzt auch nicht. Und das kommt mir jetzt technisch auch nicht total verrückt over the top vor. Warum war das so unfassbar teuer, das teuerste Videospiel aller Zeiten? Wo ist da das Geld hingeflossen? Ich verstehe es nicht. Tja. Ich verstehe so viel nicht. Also, ob jetzt das neue Battlefield wirklich 100 Millionen gekostet hat, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass AAA-Videospiele wirklich in den Bereich gehen. Die haben schon lange Hollywood-Filme vom Preis her deutlich überholt. Und ich weiß, dass die teilweise wirklich in den dreistelligen Millionenbereich gehen. Das finde ich echt crazy. Oh oh. Gut, das ist eben der Vorteil von zweihändigen Waffen. Ob man das bei einhändigen Waffen so schön hinkriegt, dass der sich fast nicht mehr bewegen kann, weil er so schwanken muss die ganze Zeit, das weiß ich nicht. Ich habe da auch extra hochgelevelt, damit ich noch besser Gegner ins Schwanken bringen kann. Und gerade bei den Großen ist es halt schon sehr wertvoll. Ah, der sieht ein bisschen aus wie der von den Goonies. Ob die verwandt sind? Das ist halt wirklich schön an so Spielen wie Elex, die halt wirklich einen hohen Schwierigkeitsgrad haben, in denen man wirklich schnell jederzeit sterben kann, wenn man dann einfach mit so einem gewissen Grad an Macht erreicht hat. Eben so eine supermächtige Waffe, eine supermächtige Rüstung, und so weiter und so fort. Dann ist das einfach so ein Riesenunterschied so ein Riesenmachtunterschied. Einfach so gemütlich mich mit diesen ganzen Gegnern anlegen, wäre halt ungefähr 80% der Spielzeit unmöglich gewesen. Und deswegen ist das jetzt so befriedigend, sich ja einfach so durchzumetzeln. Es geht immer noch schnell in dem Spiel. Obwohl ich jetzt eine super Rüstung habe und alles, kann man immer noch sehr schnell sterben. Die Gegner machen immer noch viel Schaden. Aber dieser Doppelschlag zum Beispiel hätte mich bis vor kurzem mindestens halb gekillt, wenn nicht sogar mehr. Jetzt nicht mehr. Okay. Danke. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ich finde, die sollten in ihren Spielen... Da hängt noch etwas dran. Piranha Bytes... ...ein bisschen mehr darauf achten, dass die Kontrolle über die Spielfigur besser wird. Ich will... Also, ich weiß nicht, eben, vielleicht ist das Absicht, aber ich fände es angenehmer, wenn man zum Beispiel, nachdem man gelandet ist, gleich wieder springen kann. Nicht diese Landeanimation abwarten. Das sind einfach so Kleinigkeiten, wo ich finde, es wäre angenehmer, wenn man da mehr Kontrolle hätte über die Spielfigur. Direktere Kontrolle. Aber vielleicht wollen die das gar nicht.
Vielleicht wollen die überhaupt nicht, dass man immer direkte, absolute Kontrolle über seine Figur hat. Ich meine, man hat ja auch im echten Leben nicht immer absolute Kontrolle über seinen Körper. Insofern, vielleicht wollten die genau das dann auch ein bisschen repräsentieren. Manchmal stolpert man ein bisschen und wenn man gerade irgendwie einen Meter aus der Luft mit seinem Jetpack runterfliegt, dann braucht man halt erstmal einen Schritt, bis man sich wieder gefangen hat. Und deswegen wollten die das vielleicht auch genau so in ihrem Spiel repräsentiert haben. Finde ich halt einfach nur nervig. Ich würde eher immer Spiele machen, in denen ich, wie Dark Souls zum Beispiel, immer die absolute Kontrolle über meinen Charakter habe. Das ist ja, was das Dark Souls eben sehr cool macht und ich finde auch sehr befriedigend. Es kann sein, was will, du hast die Kontrolle über den Charakter und kannst theoretisch die Kontrolle über die Situation haben. Und wenn du sie nicht hast, dann bist du schuld. Das finde ich halt einfach cool. Da kann man nicht sagen, blödes Spiel, nur weil du jetzt hier wieder irgendwas gemacht hast. Also kann man schon machen, aber ist in der Regel falsch. Ich meine, gut, gerade in Demon's Souls, das haben die in Dark Souls echt ein bisschen zurückgeschraubt. Von Teil zu Teil weniger, würde ich jetzt behaupten. Aber gerade in Demon's Souls gab es ja wirklich so Trial and Error Todesfallen. Das war ja schon ziemlich gemein. Das waren so Stellen, da musstest du mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, außer du hattest sehr viel Glück oder die Reaktionsfähigkeit einer jungen Katze, aber wahrscheinlich nicht mal dann, musstest du da im Grunde sterben. Du gehst in einen Raum und dir fällt ein Stein auf den Kopf. Oder du gehst in einen Raum und der Boden ist in Wirklichkeit eine Falltür. Oder und. Und ich glaube nicht, dass das so geplant war, dass man das überleben soll beim ersten Mal. Ich glaube, das sind so, du sollst hier sterben, wenn du das erste Mal herkommst, fallen. Und das haben die ganz schön zurückgeschraubt. Kann ich auch verstehen, dass die das zurückgeschraubt haben, weil das eben für den Spieler eine unbefriedigende Erfahrung ist. Das kann man natürlich als Game Designer machen, ich finde das voll legitim und so, aber das ist halt natürlich eine Erfahrung, da hat der Spieler in der Regel keinen Bock drauf, dass er stirbt, ohne dass er etwas dafür oder dagegen machen kann. Zu einfach. Aber andererseits, und das ist ja auch was das alte Point-and-Click- oder Text-Adventures schon gemacht haben. Und das macht Dark Souls dann später auch noch. Oh, ich kann das nicht mehr nehmen. Ist der Controller kaputt? Ist sich das Spiel aufgehangen? Nee, ich kann noch alles drücken. Nur hier drin kann ich nichts looten. Okay, so wichtig ist das Zeug da drin nicht. Dann lassen wir es. Seltsamer Bug, aber gut. Genau, dass du nicht weißt, was der Outcome von deiner Aktion ist. Also was genau passiert, was ist das Ergebnis von dieser Aktion? Und dann muss man einfach testen. Und das finde ich spannend. Also es ist zwar natürlich nervig, wenn du dann stirbst und du hast das Gefühl, na super, wie hätte ich denn das wissen sollen, voll blöd. Aber das sorgt halt für Drama und für Spannung. Und du denkst dir bei jedem Schalter, bei jedem Hebel, bei allem, wo du dir nicht sicher bist, was passiert, oje, 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 soll ich das jetzt wirklich drücken? Und das ist schon cool. Das finde ich schon cool. So, Leute. Es ist schon wieder Schluss für heute. Ich fliege noch auf die Kuppel hier. Und dann hole ich mir eine halbe Bier. Stimmt gar nicht, aber es reimt sich. So, dann sage ich jetzt tschüss. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wie gesagt, wie viel Elex wir noch sehen, seht ihr, wenn die Postboten vor den Toren stehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.